Habe ich dich überlesen vorhin? Bist du gerade erst rein oder bist du schon länger da im B? Hi. Naja, hier wird auch geliefert jetzt schon. Wir haben 600 Holz. Bin seit Anfang an... Ey, MB, also wirklich, hab ich dich echt überlesen? Das kann doch nicht sein. Frage in den Chat, wer macht diese Woche die 2 Jahre voll? Ich hoffe, das ballert uns dann nicht so sehr die Ohren weg, ne? Sind genügend andere hier, ja, aber im B, du weißt doch, wie es ist. Man muss, eine persönliche Begrüßung muss drin sein. Das ist immer wichtig. Für die Gemeinschaft. Und einfach, weil es auch schön ist. Man muss es auch sagen, wie es ist, ne? Einfach, weil es auch schön ist. So, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir bauen jetzt hier außen nochmal einen Weg außenrum zusätzlich, weil die haben, tun sich mit der Baustelle hier sau schwer. Und das ist natürlich ein bisschen dämlich, weil wir wollen sie ja fertig bekommen. Das heißt, diese Außenbaustelle kriegt jetzt auch eine 3er Prio. Die soll sofort fertig werden. So, dann kümmern die sich drum. Wir haben das Zeug dafür. Das ist, sollte gar kein Problem sein. Und vor allem hier geht das ja super schnell da auch aufzubauen. Ne? Also das kriegen die locker flockig hin. 1700 Nahrung, 2400 Wasser, 5,5 Tage to go. Tust dich ja leicht, sagst Hallo Markus und grüß deine Leute. Ja, die Marcus, ja, die Marcus-Gruppe. Ah, ist das Wasser kalt. Leco mio. Das war noch im Auto gelegen, weißt du? Oh, oh. Das ist so ein schöner Weg, den wir hier bauen, der dann über mehrere Etagen führt. Im besten Fall müsste man das sogar noch untergliedern, dass dann hier nochmal ein Weg dann langläuft. Hm, mal schauen. Weil der Teil hier, den können sie nicht fertig bauen. Und das ist natürlich saudämlich. Und das könnten sie dann bis hier oben, glaube ich, machen. Und dann müssten es eigentlich, also ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Punkte sind, die sie erreichen, aber es müsste dann fertig gehen. Ich glaube, die 3 Punkte hier müssten... Ja, genau, die können sie nämlich schon bauen. Das bedeutet, wir müssen nur die 2 hinkriegen noch. Und das schaffen wir mit dem Weg hier hin. Dann haben wir dann die Konstruktion hier fertig. So, hier geht das Wasser langsam aus, aber 4,9 Tage. Ich weiß nur nicht genau, wie lange die Pflanzen, also die Bäume hier am Leben bleiben. Hier unten wird es langsam dünn, das wird ausgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier nicht mehr hält. Ja, gut, aber das können wir hier, die Pumpen sind leer. Die sind komplett durchgelaufen. So, wir haben 16 freie Biber. Jetzt können wir langsam aber auch hier wieder 2 zurückstellen. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Biber momentan, die neu geboren werden oder erwachsen werden. Da könnten wir noch ein bisschen dann pausieren. So, hier hinten die Schlepperposten und die Bauarbeiterposten geben wir auch wieder nach. Die laufen wieder. Neue Schlepperposten sind wichtig, weil hier warten sehr, sehr viele auf zum Beispiel Abholung. Das heißt, auch hier kommen unsere Leute nicht hinterher und bräuchten mit Sicherheit einen eigenen Posten, um nochmal weiterzuarbeiten. Könnten wir natürlich easy peasy machen, indem wir einfach sagen, jo, wir erweitern einfach den Weg hier. Und setzen hier jetzt zum Beispiel noch einen eigenen Schlepperposten auf. Geht das hier? Ja, das geht. 2 Schlepperposten hier hin. Das ist mit Sicherheit auch kein Schaden für die ganze Geschichte hier vorne. Ja, die können auch hier hinten noch unterstützen. Also das passt hier mit den Schlepperposten, weil der ist alleine ein bisschen überlastet, scheint mir. Das wäre auch noch so ein Ding, wenn man sehen würde, wie viel Workload diese Schlepper haben. Ja. Dream, einen wunderschönen guten Abend. Hi. So,
Wir brauchen ungefähr. Also unser Ziel ist es, zumindest mal bis zu dieser Ebene alles zuzubekommen. Also wenn die jetzt hier noch zwei draufsetzen, sollte es passen. Das können sie ja jetzt auch. Und das machen sie jetzt auch. Geil. Das klappt schon mal. Wie gesagt, die Schlepperposten hier, die sind nicht so kriegsentscheidend gerade. Das ist schön, wenn wir es haben, aber das reicht dann auch, ne? So, zack, wunderhübsch, dann bauen die das hier oben, wird auch weiter gebaut. Also dieses Eck kriegen wir jetzt schon, das kriegen wir gesaved jetzt, ne? Haben wir eben alle Folge ETS 2 von dir gesehen, ey. Freue mich, ich hoffe, du hast wahnsinnig viel Spaß dabei. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß damit gehabt. Da werden wir vielleicht eines Tages auch weitermachen mit. Ja. Wenn da Bock ist, ne? Wenn ich dann Bock drauf habe, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Das spielen wir nicht immer, aber so ab und zu mal gleich mal, ne? Hinten wird auch gerade ausgebaut, sehr geil, das wird, ach, wunderschön. Spiel selbst, musst ein paar Mal lachen, ja, das ist normal. Hauptsache du hast Fun, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Eine Biberstatue verdient. Du meinst ein Monument einer der Biberkeit? Monument der Arbeit. Ja, sollte man vielleicht mal machen. Das stimmt schon. Das sollte man vielleicht mal machen. Aber jetzt bauen wir erstmal diesen Wasserspeicher fertig, damit wir dann auch mal ein bisschen was haben davon. Ja, hier, wie gesagt, das fehlt eigentlich nur an Arbeitskräften. Frischen, motivierten Arbeitskräften. Hier wird gut gelagert. Das Wasser wird jetzt ziemlich knapp, überall. Aber wir müssen nur noch 2,7 Tage durchhalten. Hier ist es aufgebraucht. Wie lange? 15 Tage, kein Problem für uns. Kein Problem für uns. Na komm, jetzt macht halt noch die letzten paar. Ja, hier noch. Die zwei Dinger müssen noch fertig werden. Dann haben wir einen Wasserrückhalt, der zumindest halbwegs funktioniert. Jetzt nur noch ein einziger, dann läuft hier nichts mehr aus. Oder? Nee, Blödsinn. Nee, ich hab mich in der Ebene getäuscht. Es muss bis hier oben sein. Da muss noch einer drauf und da müssen noch zwei drauf. Dann haben wir es geschafft. Und da hinten auch nochmal einer. Oh, nein, oder? Die kommen da nicht hin. Die müssen von außen daran. Really? Muss das sein? Tja, gut, ne? Dann habe ich eine Idee. Die wird aber ekelhaft. Quatsch. Was brauche ich denn da? Schon wieder Unsinn, oder? Bin ich froh, wenn wir das alles wieder abreißen können. Wobei ich finde, es schaut an der Ecke eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, die würden das wahrscheinlich. Jawohl, die machen das wahrscheinlich, wenn die hier oben drüber kommen, ne? Ja, okay. Ist ein Argument. Ist ein legitimer Einwand. Kann ich das in der Planungsphase? Ja, kann ich auch beenden.
das klappt schon. Spätestens wenn die den letzten Meter hier oben machen, müssten die das sowieso hinbekommen. Genau, so ist wichtig. So, wie viel Restwasser haben wir noch drin? Nicht mehr viel, nur noch einen Tag, dann haben wir es geschafft. Kein Stress. Das Gute ist, sobald der Speicher soweit ready ist, speichert er instant. Ne? Also in dem Fall die letzten Meter, die hier noch gebaut werden müssen, also diese Ebene hier, wenn die jetzt fertig ist, diese letzten jetzt nur noch zwei Blöcke, die fehlen eigentlich, wenn die ready sind, dann speichert dieser Damm schon. Also der eigentlich... ist das nicht mal mehr so wichtig. Ne? Eigentlich ist nur noch der hier wichtig, aber da müssen die halt letzten Endes die paar Meter hier drüben machen. Ne? Das hier nur noch, diese Randding ist nur für die Optik. So, hier drüben bauen die aber auch schon wild auf. Das ist aber gar noch nicht so entscheidend, ne? Weil das eh schon eine Ebene höher ist. Also bis zu der Ebene hier können wir jetzt quasi zurückspeichern. Und das ist, wenn man das mal so, wenn man diese Begrenzung mal so sieht, ist das schon verdammt hoch, ne? Also da haben wir hier schon mindestens eine Höhe, die wir auspumpen können. Kann man die Treppe nicht wegmachen? Welche? Die hier? Oder die hier? Oder die hier? Ja, die hier meinst du wahrscheinlich. Ja, die könnte man theoretisch wegmachen, klar. Aber sind wir ehrlich, jetzt hier geht es nur noch um ein paar Blöcke, das kriegen wir hin. Das dauert jetzt auch noch ein ganzes Eck, bis hier Wasser kommt. Und bis das hier sich so voll staut, kann sogar sein, dass es die Biber auf die Schnelle jetzt noch fertig bekommen. Weil sind wir ehrlich, die legen das hier, die legen es schon drauf an, dass das klappt. Also das schaffen die normalerweise relativ flott. Die legen ja auch hier ist ja auch fertig schon, also das geht, so ein Bau geht relativ schnell. So, Dürre ist beendet, offiziell. Das heißt, wir haben alles auf Go. Alles ist auf offen. Sehr gut. Dann starten wir die Pumpwerke. Wir haben 5 freie Biber. Das ist natürlich nicht ausreichend. Klar nicht. Aber ihr werdet gleich sehen, wir werden Biber bekommen. So, wir werden mal ganz kurz hier die Pumpen komplett auflaufen lassen. Das wird nicht anders sich ausgehen. Wir brauchen jetzt das Wasser. Jetzt haben wir 12 Biber-Jobs offen. Wir haben aber fast 80 Gears und über 300 Planken. Das bedeutet, wir stoppen jetzt mal den Verbrauch, der ja auch enorme Schlepperarbeit braucht. Ja? Und damit haben wir sogar nur noch eine Stelle, die offen ist. Wir reduzieren jetzt hier weiter um 2 weitere Bottiche und das läuft jetzt quasi permanent so weiter. Gut, fast 800 Holz mittlerweile. Guter Wert. So, mal gucken, kommt das Wasser schon? Nee, staut sich noch. Es kann sein, dass jetzt die Biber den ganzen Restwasserbestand leer pumpen. Das ist möglich, weil jetzt alles anläuft. Genau, jetzt saugen sie den letzten Rest auf. Jetzt geht mal ganz kurz ein bisschen Dürre rein. Aber das kommt jetzt mit dem Wasser relativ schnell. Und die Dinger haben 3 Tage hier. Und die haben halt 8 Tage da. Jetzt ist alles ausgedörrt. Die 0,5 Tage werden wir wahrscheinlich verlieren. Aber das ist mit dem... Wir haben so viel Weizen. Das ist gar nicht mal so schlimm für uns. So, Wasser kommt schon. So, jetzt wird es spannend. Wie weit sind wir hier? Hier wird schon gut reingeliefert. Wasser kommt hier unten. Das heißt, die Weizenfelder schaffen es sogar noch. Staut sich hier nur minimal zurück, nur bis zur Hälfte. Und fließt dann eben runterwärts. So, wir haben noch 900 Restwasser. Gute Sache. So, und wenn sich das hier hinten ein bisschen rein zurückstaut, soll es halt machen. Ne? Also, falls hier doch mal Wasser noch rausläuft, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das zum Problem tatsächlich werden wird. Ich denke, das wird gar nicht mal so schlimm sein. So, jetzt haben wir hier einen leichten Rückstau. Das füllt sich jetzt auch relativ zügig auf. Wasser läuft hier unten auch mittlerweile rein. Da ist ein bisschen was kaputt gegangen, aber nicht die Wucht. So, die Pumpen laufen wieder. Wir haben 800 Wasser. Das ist nicht viel. Das ist natürlich mit fast 150 Bibern natürlich ein Thema, ne?
So, wir haben jetzt den Rückstau gleich erreicht auf Peak. Dann läuft das Wasser hier oben drüber. Das heißt, so wie wir es bisher immer gesehen haben, hinten raus theoretisch. Jetzt überflutet. Jetzt gleich kommt hier das Wasser. Kommt. Stück für Stück, das wird sich immer weiter rückstauen, bis es hier hinten voll ist. Und dann geht das hier außen rum. Ja? Schupp, bis hier rüber. So, und jetzt werden wir gleich sehen, ob unser Damm hält. Das Wasser fließt hier, jetzt fließt es dann hier rein. Hier geht es relativ flott. Ihr schaut mal, wie schnell das hier hoch, diese kleine Senke hier voll macht. Fließt hier rüber, fließt dann hier unten rein, da ist ja auch nochmal eine Senke. Und staut sich jetzt quasi zurück und drückt natürlich, wenn das hier hinten voll ist, jetzt also quasi gleich, wenn es hier den Punkt erreicht, dass es auf der Höhe ist, das füllt sich jetzt gerade auch so ein Stückchen. Dann flutet es den restlichen Bereich hier noch. Jetzt, genau. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo es hier nicht mehr weg kann, hier hinten aber schon. Und das ist so der letzte Meter, der noch fehlt. Dann geben wir dem jetzt einfach noch den letzten Metern hier nochmal Top-Prio, damit halt wirklich alle Biber daran arbeiten. Dann läuft es uns nicht mehr raus. So, hier ist mittlerweile voll. Die Pumpen laufen alle wieder. Das heißt, unsere Biber arbeiten jetzt rein. Es müsste die nächste Dürre jeden Moment starten oder angekündigt werden. Aber wir pumpen jetzt gewaltige Mengen an Wasser in unser System. So, und wie gesagt, wenn der letzte Meter hier geschlossen wird, das sollte nicht ewig dauern. Unsere Biber werden hier mit Masse da sein. Dann klappt das. Wir haben genug Holz, dass auch unsere Speicher hier vorne eigentlich gut gefüllt sein müssten. Ja, gut gefüllt mit 21 halt, ne? So, da ist gleich fertig. Das heißt, hier wird auch noch ein bisschen reingelagert. Gut. Dann können wir den Pömpel schließen. Die haben natürlich bei so langer Wegstrecke immer Durst und Hunger, bis die daheim sind. Dann versorgen die sich erstmal. Das dauert immer ein Schlückchen. Schöner Wasserspeicher, den wir hier haben. Der hält uns eine Zeit lang. Wenn der richtig bis oben hin voll ist, hält er uns eine ganze Weile am Leben. Und wie gesagt, wir könnten natürlich an den tiefsten Punkten, also wenn wir jetzt hier hinten an der Seite ordentlich, ja, da kommt die nächste Dürre angekündigt. Wir brauchen ungefähr 3500 Wasser, um entspannt durchzukommen. Oder, warte mal. Müssen wir mal gucken, wie viel wir genau brauchen. Also 3,5 wäre eigentlich noch eine gute Sache, wenn wir das noch pumpen könnten. Sollte auch eigentlich ganz gut machbar sein, so wie das hier hochsteigt. Sollte das drin sein. Der hält uns über Wasser. Vielleicht auch das, ja. Ja, wie gesagt, da müssen wir halt an einen tiefen Punkt raussprengen, wo dann das Wasser am Ende noch reinlaufen kann. Ja, und dann könnten wir auch hier oben einfach mal so eine Reihe Pumpen hinstellen, um hier Wasser auch direkt pumpen zu können als Notpumpe. So, hier der nächste Punkt. Das bringt uns noch nichts, das zu machen, weil dann würde hier der Druck sich ja nur erhöhen, der hier rausläuft. Ja, das kriegen wir schon hin. Alles mit der Zeit. Bei Eisenzähnen reichen die Pumpen 6 Blöcke tief. Warte kurz. Ganz hier unten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 haben wir. Hier.
Theoretisch wäre das auch gar kein Problem, Skaki, weil du könntest auch einfach hier dann noch so eine Treppe reinbauen mit Plattformen und dann stufenweise abpumpen. Wenn dann der Füllstand sich senkt, werden dann neue Pumpen wieder freigeschaltet und so weiter. Dann könntest du hier in stufenweise System übergehen und hättest quasi gestaffelte Möglichkeit, da mehr rauszupumpen. Motor gibt es nur bei Eisenzähnen? Ich glaube ja. Ja. So, wie viel haben wir immer noch? Wir kriegen das gar nicht mal weg in der Geschwindigkeit. Und Weizenmehl wird hier scheinbar reingelagert. Ja, das wird voll gemacht so nach und nach, weil wir, also das, zumindest entweder haben die, da, es dauert das so lange. Wir könnten das natürlich von den Schleppern priorisieren lassen, aber wir bauen ja hier neue Schlepper auf, also das wird schon werden. So, hier wird der nächste Punkt fertig gebaut. Das ist eine gute Sache, was wir hier tun. Schade, dass wir den Bereich hier noch nicht ready haben, mit dem Abbau, mit dem Abriss von den Sachen. Dann könnte man nämlich hier auch eine Treppe noch hochbauen. Hätten wir hier auch noch eine Möglichkeit, von der anderen Seite ranzugehen. Ging es noch ein bisschen schneller. Hätten wir im Vorfeld machen können. Ist jetzt aber auch egal. Wie gesagt, die bauen das Ding wahrscheinlich jetzt rasend schnell noch fertig. Da werden schon alle Biber unterwegs sein. Und den letzten Meter, den wir hier bauen, der wird dann auch noch relativ flott gehen. Oh, Skagi, warte mal ab, was hier der Plan noch ist für die Zukunft. Ich habe da schon eine Idee. Ja, ich habe da schon eine Idee, aber das weiß ich nicht, ob das überhaupt umsetzbar ist. Das ist so eine Größenwahn-Idee, die ich eigentlich schon immer mal ausprobieren wollte. Es kann sein, dass das Ende nicht das Ende ist in diesem Speichertank. Kann sein, dass dieser Speichertank sich nochmal ein bisschen erweitern wird. Wir werden sehen. So, 0,9 Tage. Wir sollten langsam aber sicher anfangen, bestimmte Schleusen hier etwas zuzumachen, um den Wasserfluss ein bisschen zu reduzieren. Dann läuft das hier uns nach und nach wahrscheinlich immer ein Stückchen mehr voll. Bei 0,5 Tage rum werde ich den Rückstau anfangen. Oder beziehungsweise bei 0,3 eigentlich wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Wie weit seid ihr hier? Hier ist Baubetrieb. Da kommt auch schon ein Biber. Nee. Die bauen momentan sehr viel hier hinten auf. Können sie auch machen, ist mir ja recht. Ist ja auch wichtig, dass das ja auch aufgebaut wird. Aber das ist doch auch Prio, oder? Ja. So, dann machen wir jetzt so langsam aber sicher hier die Schleusen zu. Wir dürfen das nur nicht zu früh machen, sonst läuft uns die ganze Soße raus. Also pass auf, wir drehen hier hinten schon mal auf einer Höhe hoch, damit das auf jeden Fall safe ist. Den Rest lassen wir noch laufen. Und hier staut sich jetzt eben alles zurück. Das darf auch eine ganze Weile überstauen. Das hat jetzt noch ein bisschen Luft nach oben. Und Markus, danke für 100 Korbo-Biddies! Wir haben nie die Absicht, hier etwas zu sprengen. Sprengen! Das kommt noch. Bis 10. So, pass auf. Jetzt 0,3. Dann gehen wir hier voll zu. Das heißt, der Rückstau beginnt. Wir lassen das noch offen. Er staut sich jetzt maximal zurück. 0,2. Es müsste von hier oben aber noch weiter Wasser nachkommen. Right or wrong? Hier kommt noch Wasser nach, aber nicht ganz so viel. Das ist eher weniger. Der Druck läuft an der Seite auch viel ab. Sollte aber jetzt auch gleich erledigt sein. Dann machen wir hier auch eben komplett zu. Und vor allem machen wir hier oben auch zu. So, das heißt, das Wasser staut sich jetzt auf allen Ebenen zurück. Wer weiß, wie lange wir Zeit haben. So, dann machen wir jetzt hier alles zu. Alle Pumpen aus. Wir haben 3000. Das ist ein bisschen weniger als erhofft und erwartet. Aber das muss jetzt erstmal für den Moment reichen. Wir werden außen die Außenpumpen mehr verstärkt anlassen. Also die Außenpumpen hier sollen komplett laufen, auch die hinteren bitte, um Wasser hier rauszunehmen. Wir könnten Wasser eben auch aus diesem Bereich hier, wo es jetzt gerade massiv reinläuft, könnten wir auch Wasser rausnehmen. Da haben wir aber zu spät angefangen, um das zu machen. Da wird nicht so viel Wasser drinnen sein. Wie gesagt, wir könnten hier Pumpen bauen, um hier auch nochmal Wasser zu tanken. Warum nicht? Das könnten wir zumindest mal in der Theorie mal antesten. Wenigstens so ein paar kleine Pumpen hier zu bauen, das ist nicht verkehrt. Na, das können wir mal machen. Das ist kein Thema.
So, wir haben 284. Das ist okay. 26 Tage. Jo, gut. Dann ist das so. Ist ein bisschen wenig Wasser, was, wie gesagt, was wir auf Vorrat haben. Wir reduzieren aber ja unsere Biber, werden dem. Hier sterben jetzt die ersten an Altersschwäche. Das heißt, wir werden eine Verjüngung bekommen, zwangsläufig. Na, die haben es nicht ganz geschafft, aber das ist ja meistens das Problem, dass es auf dem letzten Meter dann immer noch ein Problem gibt. Ist aber kein Thema. Wenn wir aus der 26 Tage Dürre rauskommen, werden wir diesen Kasten soweit ready haben. Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass das nicht mehr so ewig hindauern wird. Weil das unsere derzeit einzige Baustelle ist. Das heißt, alle Bauarbeiter, die wir haben, tragen Holz hierher. Und das wiederum heißt für uns natürlich, dass es gut ist. Ja, hier sieht man das auch. Hier kommen ganz, ganz viele mit ganz viel Holz. Ja, da ist jetzt der Punkt. Also da, der Stöpsel ist schon zu. Jetzt können wir den nächsten Stöpsel fahren und dann haben wir die Höhe hier theoretisch und die können wir noch gar nicht halten, weil hier drüben noch nicht fertig ist. Aber das macht gar nichts. Das ist okay für mich. Das ist völlig fein. Das heißt, wir könnten hier ohnehin schon auf eine 0,5er Höhe aufstocken. Und hätten dann diesen ganzen Bereich theoretisch schon safe. Wir können auch auf, bis auf eine 1er Höhe zurückstauen in der Zukunft. Das wird natürlich, müssen wir mal gucken, ob er das dann braucht, ob er das machen können oder nicht. Je nachdem, wie die Dürre dann aussieht. Oder wie es zum Ende der Dürre dann aussieht. Das werden wir sehen. Bin ich gerade ehrlicherweise ganz, ganz entspannt. So, 3100. Wir kriegen sogar noch unsere 3,5 hin, wenn wir die Pumpen laufen lassen. Der Nachwuchs reduziert sich gerade massiv. Wir haben das eingestellt. Das ist gut. 19 arbeitslose Beavers. Das ist natürlich ein Problem. Dann würde ich vorschlagen, ist die nächste große Baustelle, die wir angehen sollen, müssen, wollen und die auch wichtig wird, ist dann diese Geschichte hier auf eine 2er-Prio. Dann wird das hier mit der 1er-Prio auf jeden Fall erstmal durchgezogen. Ups and the downs, my heart will never stray.